Okay. Mal sehen. Mal eben gucken hier, was hier. Haben Sie das noch in Ihrem Kartei gefunden, da der verschwunden ist? Haben Sie etwas von Ihrem Karteiaffen gehört, seit er verschwunden ist? Was glaubst du, dass er mir eine Postkarte geschickt hat? Ja. Ich will nicht zu nahe treten, aber sind Sie blind? You don't ich say. Will nicht zu nahe treten, aber sind Sie blind? Sehe ich etwa wie ein Blinder aus? Ich weiß nicht, die beiden Augenklappen könnten auch der letzte Schrei in der Piratenszene sein. Natürlich bin ich blind. Denk gar nicht darüber nach. Meine anderen Sinne sind dafür umso schärfer. Ich erkenne meine Kunden beispielsweise an ihren typischen Eindruck. Okay, das ist ein bisschen creepy. Also ich meine, das erinnert mich wieder an dieses Buch und den Film Das Parfum, wo er dann einfach alles riechen konnte und war. Oh, nee. Sie erkennen Menschen am Geruch? Normalerweise ist das kein Problem. Aber heute ist meine Nase etwas verstopft. Ich muss mich irgendwo erkältet haben. Deshalb erkenne ich heute nur Petratbedünkte. Wie das Lilienwasser, das du dir offensichtlich literweise ins Gesicht geschüttet hast. Glücklicherweise ist mein Gehör schärfer als ein Kahn voller Piratenschlamm. Boah. Alter. Ich kenne Menschen auch nicht. Und wie scharf ist ihr Gehör genau, Kojak? Und wie scharf ist ihr Gehör genau, Kojak? Scharf genug. Das war bestimmt auch irgendeine Referenz, aber die sagt mir leider momentan nichts. Also für meine lieben Piratenfreunde. Ich suche nach einem nasenlosen diebischen Piraten. Ich suche nach einem nasenlosen diebischen Piraten. Ja, tu das nicht. Davon gibt es hier in der Gegend mehr als genug. Liebe? Nein, nasenlose Piraten. Wirklich? Oh ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Seeräuber in der Hitze des Gefechts ihren Riechkolben verlieren. Hat dieser diebische Pirat, den du suchst, auch einen Namen? Nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist zu schade. Natürlich, selbst wenn ich den Namen des Piraten wüsste, es würde keinen Unterschied machen. Oder drum kriege ich nicht einmal die Akte deines Piraten. Fuck. Ich bin auf der Suche nach Geschenken, yeah. Ich bin auf der Suche nach Geschenken für meine ledierten Piratenfreunde. Dann bist du hier genau richtig. An welche Art von Prothesen hattest du denn gedacht? Ich hatte an ein modisches Holzbein gedacht. Was für Haken trägt der trendige Piraten dieser Saison? Was haben sie denn am preiswerten Kunsthändler anzubieten? Ehrlich gesagt suche ich nach einer Kunstnarbe. Was gibt es hier umsonst? Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich mich nun mal umsehen. Also an sich haben wir eh kein Geld, aber wir können ja ruhig mal fragen, ob es umsonst gibt. Was gibt es hier umsonst? Umsonst? Sehe ich etwa aus wie die Heilsarmee? Was soll ich sagen? Ich bin pleite. Okay. Du appellierst also an meine Großzügigkeit. Ich mache dir ein Angebot. Du bekommst eine meiner ungetesteten Prothesen ohne Garantie und TÜV. Klingt gut. Und um welche Art von Prothese handelt es sich? Du darfst dir eine aussuchen. Mit einer Geschichte. Hä? Bring mich zum Lachen. Es war einmal ein Pirat namens... So, jetzt ist es nämlich wichtig, dass wir uns die Namen auf dem Deckel merken, also auf dem Gullideckel, damit wir nämlich hier hier das richtige Teil bekommen. Also, das war Jerry, soweit ich weiß, ne? Jerry. Mhm. Ja. Jerry? Jerry. Jerry hatte ein Auge auf eine Piratenfrau. Sie hieß Mindy, Cindy, Wendy. Das war Mindy, soweit ich weiß. Mindy? Fred, Ned oder Jed? Es war Fred, ne? Ja. Fred? Ja, Fred. Und? Was und? Was ist passiert? Als ihr bewusst wurde, wie sehr ihr die ganze Geschichte unter die Haut ging, heiratete sie den hässlichsten Mann der Stadt. Ende. Was für eine schreckliche Geschichte. Ich weiß. Hier ist eine experimentelle... Sehr schön, gleich das Richtige. Was ist das? Das ist etwas Besonderes. Das ist meine neueste Erfindung, die ultra-dienbare Kunsthaus allergrößten. Das ist so ekelhaft. Einige Quadratmeter dieser großartigen Substanz können die Haut des Piraten laufen. Das ist so ekelhaft. Messerstechereien, Kieholungen und die regelmäßigen Rumspeitschungen verlieren, ersetzen. Dazu gibt es kostenlos
es nochmal. Wie das in seine Tasche passt, keine Ahnung. Mary Poppins Tasche. Na egal, das war jetzt jedenfalls das, was wir brauchen. So, und ich werde euch gleich mal zeigen, was man damit so machen kann. Wenn ihr jetzt denkt, wieso, warum sagt sie ständig sie und nicht auch noch Nana? Das liegt daran, dass ich das Spiel mal durchgespielt habe und das kenne und Nana nicht. Also ja, ich bin dumm. Ich habe das mal angespielt, aber dann war mir zu doof. So, wir müssen hier hin. Hallo. So, wir bauen einmal die Kunsthaut. Und dann mit dem Gulli. Echt, das ist wie ein Trampoli. So, geht mit lustig. Echt, das ist wie ein Trampoli. Achtung, man drückt jetzt den wunderschönen Dreiecksknopf. Oh. Au. Und schon sind wir wieder in der Backmeter unter. Yay. Yay, was ist das? Mücke? Ich durch Fenster. Was? Betrachte kleine Schatztruhen. Oh, wie süß. Kleine handliche Schatztrüchen, in die nichts hineinpasst. Schlagnahmte Kommode. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche auswählen konnte. Betrachte Lampe. Eine Lampe. Yeah. Eine Lampe. So. Also wie ihr es schon sehen könnt, ihr könnt hier hin und her gucken, hier ist nichts. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal nach unten gehen. Nach unten gehen, nach unten gehen. So, lass mich eben unbedingt Gemälde. Das ist der letzte Schrei auf dem Markt der pflegeleichten Dekoration. Man kann sich sogar das Gießen sparen. Ja. Ein Buddelschiff. Ein Buddelschiff. Ein Buddelschiff. Mit einer kleinen Schaluppi. Ich habe mich immer gefragt, was ist das Schiff dabei? Licht. Da, eine Skupperware. Also wer, wer hier das Trademark halbwegs erkennt, ne? Eine leere Skupperware-Dose. Ein bisschen umdenken und ihr wisst, worum es geht. Macht mal das hin. Meine Piraten und ich, skandalöse Reportagen über die ruchlosesten Seeräuber der Karibik. Titelthema, Plündern und Brandschatzen für junge Eltern. Nee. Kann ich es nehmen? Ich habe keine Zeit zum Lesen. No. Keine Zeit zum Lesen, ja, ich bin da. Hoppen? Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Oh. Heute ist Skupperparty. Eröffnen Sie ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Yeah. Zugkette? Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Na, war mein, ich bin gerade überlegen. War das jetzt das Licht? Oder war es das hier? Ich glaube, das war das Licht. Nicht, das hier gleich der... Okay, es war das Licht. Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Okay, Schwein gehabt. Ja. So, war mal. Jetzt, wenn ihr oben links in die Ecke guckt, da oben, wo wir gerade waren, da sehen wir was ganz Komisches. Nämlich diesen Schatten da. Und da müssen wir jetzt erstmal hinklettern. Sieht aus wie... Also ein komisches Geodreieck oder... ein... Ha. Wie? Was? Betrachte lustigen Schatten. Was ist das für ein Schatten? Sieht aus wie eine Nase? Hey, eine künstliche Nase. Sie ist voll. Ich wette, das Teil gehört diesem stinkenden Seeräuber, dem Kerl ohne Nase. Ich nehme das an. Woher weiß er, dass wir hier drin sind? Warum ist die... Warum ist das Messer zu? Keine Ahnung. Na dann los, prüfen wir, ob sie Pecknose passt. Großartige Idee. Zu dumm, dass niemand weiß, wo er sich versteckt. Bringen Sie ihn hierher und ich überlege es mir. Aber denken Sie daran, selbst wenn die Nase passt, dann weiß das nur, dass er in der Bank war.
heißt noch lange nicht, dass der Täter ist. Sie denken immer noch, ich war es, stimmt's? Ja, ja. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt raus hier. Ich gehe einfach raus. Das ist zwar eingebrochen, aber... Geh durchs Fenster. Ja, schnack. Vor das Glitchfenster. Auf zu... Tod leben. Wir sind tot. Nein. Er ist auf den beiden Füßen landen kann und dann... Dass er sich da nichts bricht, ist echt... Wow. Wow, I say. Krieg immer auf die Fresse, ey. Jetzt sind wir hier. So, warte mal, jetzt lass mich kurz überlegen. Was müssen wir machen? Gefängnis haben wir alles, wir haben da alles. Ich weiß nur, dass wir jetzt noch... Warte mal, wir brauchen erstmal diese Linksflasche. Die leere. Und da müssen wir das Wasser reinfüllen. Ja, wollte nicht schon mal Brunnenwasser... ...dingsen. Hey! Das ist erstmal so ewig braucht. Du sollst ja nur Wasser einfüllen. Doch auch du hier, ne? Der ist nicht so ein Schnelldenker. Okay. Dann machen wir auf das. Was für ein Aroma. Egal, wir haben jetzt mal das Wasser. So, lass mich kurz überlegen. Wir müssen noch mal hier lang, weil wir noch mal zu diesem Kühler laden müssen. Also, ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, das dauert jetzt eine Weile. Oh nein. Oh Gott. Wir treten den Kühler laden. Köder! Ah, ich glaube, ich habe mir gerade ein Kiefer ausgeregt. Aua! Ich habe toten Fisch. Ich habe 9 Sorten toten Fisch. Wer's? 9 Sorten toten... Boah. Die sehen alle lustig aus. Kostenlose Kühler. Nehmen wir erstmal mit. Mhm. Ein Termitenzirkus! Wow, sieh dir diesen süßen Termitenzirkus an. Wie ein Flohzirkus. Nur mit Termiten. Das ist ziemlich verstörend, wie ich finde. Ja, doch. Leicht, ne? Und die machen immer dieselbe. Oh, die sind langweilig, wie wir. Das war wirklich aufregend. Nein. Boah. Ich habe noch nie so viele leblose Augen gesehen. Naja, wenigstens nicht seit meiner Hochzeitsfeier. Oh, wie gemein. Was haben wir hier? Fabian, in einem Köderladen? Oh, so werde ich meine abgelaufenen Köder los. Yeah. Okay. Trinksalz für betrunkene Matrosen. Das ist echt krass, was sie hier... Ich sehe aber nur 5 Sorten Fisch. Das ist nur ein Teil unserer Kollektion. Ich frag mich, wer diesen Kram wirklich kauft. Na gut, die Gratisköder könnte ich mir vorstellen, aber... Okay. Verzeihung. Ja? Ja. Was? Haben sie auch Köder, die sich eine Erkennung fangen können? Na, wir gehen in die Ködergeschäfte. Wissen Sie, was bei den Nasen sind, die mich beraten? Ich frage kaum zu fragen, aber warum betreiben wir einen Termitenzirkus? Hier stinkt es noch immer. Warum sind die Köder so gratis? Okay. Fragen wir erstmal, wie es so läuft, ne? Ach, wir gehen in die Ködergeschäfte. Ach, beschissen. So riecht's auch. Nein, wirklich, es ist schrecklich. Glauben Sie nicht, dass es gut für Geschäft wäre, wenn es gelegentlich ein Fenster öffnen wird? Schwer zu erklären, warum. Glauben Sie nicht, dass es gut fürs Geschäft wäre, wenn Sie gelegentlich ein Fenster öffnen würden? Mann, das habe ich versucht. Hat das geholfen? Nein, er stinkt immer noch. Im Gegenteil. Seitdem bleiben sogar meine Stammkunden aus. Hey, das war der Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Ja.
etwas Seltsames? Was denn? Nun, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Aber ich könnte schwören, dass Luke Ryland immer piratenfeindlicher wird. Wirklich? Inwiefern? Gut, wir werden belagert. Von feindlichen Eroberern? Schlimmer! Touristen. Oh Gott. Mein Gott, Touristen. Aber wenn du eine Woche wartest, schließt sie sie wie Algen an einem verschwundenen Strand. Ja, sie haben alteingesessenen Seeräubern völlig neue Geschäftsfelder aufgezwungen. Einige unserer blutrünstigsten Piraten dazu gebracht, ihre Lebensgewohnheiten zu überdenken. Wie diese Leute mir viel zu viel reden. Ich, der Besitzer des besten Köderladens der Insel, betreibe einen dämlichen Termitenzirkus. Das meine einzige Chance ist, an den Zaster dieser Touristen hochzukommen. Und? Läuft die Sache? Nicht sehr gut. Insekten schrecken Touristen anscheinend ähnlich stark ab wie Fischsterben. Ja, da, ich glaube, da muss er sich nicht ganz wundern, warum bei ihnen keiner kommt. Egal, fragen wir erstmal nach. Wir müssen ja schließlich mal bei der kommen. Wissen Sie etwas über einen nasenlosen, diebischen Piraten? Nun, die Beschreibung passt auf Pegnus Pete. Sie kennen ihn? Das ist jeder Idiot auf Luke Island kennt Pegnus Pete. Ja, jeder Idiot, bloß wir nicht. Wer ist das? Wo finde ich den Kerl? Was hat er seinen Namen verloren? Man muss erstmal alles immer fragen. Sind wir gar kein Idiot. Ja, ja. Wer ist das?